endlich konnten wir in diesem Jahr nach 2020 wieder nach Gran Canaria fliegen. Wir sind wie immer von Düsseldorf aus geflogen und das natürlich auch wie immer mit unserer Lieblingsfluggesellschaft der Condor. Wir hatten einen sehr angenehmen und ruhigen Flug gehabt und haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, unseren Urlaubspiccolo zu trinken, bevor wir dann auf Gran Canaria gelandet sind. So, nach der Landung haben wir am Flughafen dann unseren Mietwagen übernommen. Das war ein Renault Captur und das war ein E-Hybrid. Ein sehr interessantes Auto, muss ich sagen. Hat schon Spaß gemacht, damit zu fahren. So, hier kommen wir jetzt in Maspalomas rein, in den ersten Kreisverkehr. Ich sage immer so, Gran Canaria, das Land der 1000 Kreisverkehre. Einfach wunderschön. Und vor allen Dingen die Leute hier, die können Kreisverkehr im Gegensatz zu den deutschen Autofahrern. Ja, bevor wir jetzt in den letzten Kreisverkehr abbiegen zu unserer Unterkunft, möchte ich euch doch einige Kreisverkehre nicht vorenthalten, die ich fotografiert habe. Ist wirklich, also von meiner Sicht aus, wunderschön anzusehen. Da haben die Straßenbauer hier richtig was drauf. Im letzten Kreisverkehr hier biegen wir jetzt ab zu unserer Unterkunft Suite and Villas bei Dunas. Da waren wir 2016 schon einmal gewesen und ist wirklich eine wunderschöne Anlage. Ja, das ist genau die gleiche Bungalow-Suite, die wir 2016 gehabt haben. Mittlerweile haben sie das hier alles schön renoviert, ganz toll gemacht. Herr Sven Flake, mittlerweile hängt hier auch ein Flachbildschirm. Schlafzimmer haben sie auch sehr schön gemacht. Das ist eine... Der Essensbereich hier im Inneren war sehr großzügig ausgelegt. Dem angegliedert war dann auch dieser Außenbereich. Es gab also zwei Buffets, wo man sich bedienen konnte und wo jeder was gefunden hat. Zwischen diesen beiden lag dann diese Fruchtsaftbar, wo die Fruchtsäfte immer frisch gepresst wurden. Ein besonderes Highlight war dann hier dieser abgeschirmte Bereich plus 18, damit sich auch Leute, die sich an Kinder stören, ungestört bleiben können. Ja, uns haben die Kinder nicht gestört, ganz im Gegenteil. Wir haben hier immer eine tolle Zeit zum Essen verbracht. Bevor wir uns dann jetzt außerhalb der Hotelanlage bewegen, möchte ich noch anmerken, dass wir bei diesen beiden netten Menschen den Abend an der Hotelbar haben mit ein oder zwei Glas Wein ausklingen lassen.
Hier befinden wir uns in Playa de Ingles. Ich drehe hier jetzt mal eine extra Runde durch den Kreisverkehr, bevor wir uns dann hier rechts auf den Parkplatz begeben. Hier sieht man gleich eine Lokalität, das nennt sich Chau Chau. Dort habe ich den Gennaro wieder getroffen, der meine 2010, 2011 bei uns in der Ferienwohnung zu Gast war, weil er sich hier gesundheitlich hat behandeln lassen. Und ja, war schon eine tolle Nummer, ihn wiederzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Hier machen wir uns jetzt auf den Weg nach Puerto Rico. Wir haben dort eine Delfin-Tour gebucht. Hätten wir im Vorfeld gewusst, was da auf uns zukommt, hätten wir diese Fahrt erst gar nicht angetreten. Das war schon, also der absolute Horror war das schon. Alles fing relativ harmlos an, wie man in diesem Filmabschnitt sehen kann. Das war noch normal, das war noch als schön anzusehen, das war noch lustig. Was dann kam, war allerdings nicht mehr ganz so lustig. Wie man auf diesem Clip hier sehen kann, verstärkte sich der Wellengang zunehmend. Der nächste Clip, da ist das noch deutlicher zu sehen, so wie hier jetzt zum Beispiel. Und danach war an Filmen überhaupt nicht mehr zu denken. Die Wellen waren so stark und so hoch geworden. Wir waren fast 30 Kilometer auf dem Atlantik draußen. Und hier mache ich dem Verantwortlichen einen ganz, ganz großen Vorwurf. Es wurden weder Schwimmwesten rausgegeben, noch wurden gezeigt, wo Schwimmwesten sind. Vor allen Dingen die Kinder an Bord mit den Müttern, und die haben mir richtig, richtig leid getan. Also das war nothing, null. So, abschließend muss ich zu dieser Tour noch sagen, dass es hier ausschließlich um Touristen handelt und nicht um erfahrene Seeleute. Nach der gestrigen Horrorfahrt auf den Atlantik haben wir gesagt, wir fahren nie wieder Boot. Hier sind wir im Puerto Mogán. Das nennt man auch das Klein Venedig von Gran Canaria, bedingt durch diesen Kanal, wo die Brücken rübergehen. Und wir haben uns entschieden, hier dann doch noch einmal, na, U-Boot zu fahren. Genau, richtig. Im Gegensatz zu der gestrigen Bootfahrt wurde hier im U-Boot auf die Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen, auf die Atemmasken, sowie dass alle 44 Passagiere plus Besatzungsmitglieder 36 Stunden unter Wasser aushalten können mit diesen Atemschutzmasken. Da wir nun sicher wieder aufgetaucht sind, nehme ich euch mit ein paar Bildern durch Puerto Mogán. Diese kleinen Gassen da sind einfach herrlich und wunderschön, sich dort aufzuhalten. Anschließend haben wir uns auf den Heimweg gemacht durch die Kanarischen Berge. Für mich ist das immer wieder ein Highlight, wenn wir auf Gran Canaria sind, durch diese Berge zu fahren. Diese engen Straßen abseits der Touristenrouten ist es besonders schön, manchmal auch sehr, sehr heikel. Das haben wir bei unserem vorletzten Gran Canaria Besuch gemacht, das war schon heavy.
So, hier endet nun mein Film. Hier haben wir noch einmal Maspalomas mit den Dünen im Hintergrund. Ich werde noch einen zweiten Film erstellen, und zwar von einem der größten Meerwasser-Aquarien, was ich je gesehen habe. Das wurde in Las Palmas gebaut. Es ist phänomenal. Wir haben uns da 3 Stunden aufgehalten, und wer Gran Canaria besucht, der sollte dort auf jeden Fall einkehren.